So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu LS19 auf der PlayStation 4. Wir spielen auf der Felsbrunnen. Lange ist es her, wo wir das letzte Mal hier gespielt haben. Also zusammen natürlich. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, was wir hier so brauchen an Zeugs. Oder wo wir stehen geblieben sind. Okay, ja, da muss ich noch fertig häckseln. Das mache ich dann so. Die Wolle können wir fast verkaufen. Da muss ich noch gucken gehen, wo ist unser Stapler? Da ist der Stapler, da gucken wir mal kurz, ob man die Wolle noch verkaufen kann. Hören wir gerade mal kurz zur Wolle hin. Mal schauen, was die so sagt. Die Tiere müssen wir auch noch sauber machen. Ups, war falscher Knopf. So, gerade mal kurz gucken. Ist leer, super, okay. Auch nicht schlecht. So, gut, dann. Dann suchen wir uns noch einen Traktor, wo man was machen kann hier. Ich muss gerade mal kurz Hilfe nochmal anmachen, oben rechts. Das ist irgendwie ausgegangen. Wahrscheinlich bin ich wahrscheinlich dran gekommen. So. Jetzt. Mit dem gehen wir jetzt mal ansehen. Denn wir brauchen viel Gras im Moment. Ich glaube, die Sämaschine war auf der anderen Seite. Ey, wenn man das echt lange nicht mehr gespielt hat, weiß man echt nicht, wo man sein Zeug hingestellt hat. Da ist die Sämaschine. Hä, wo sind die Sämaschine? Wo haben wir die Sämaschine hingestellt beim letzten Mal? Ah, ich sehe sie. Das ist sie ja. So. Also ich muss sie ja andersherum ankoppeln. Am 12.11. kommt das neue DLC raus von LS19 Alpine. Dadurch, dass ich den Seasons Pass auf der PlayStation 4 habe, kriege ich es kostenlos. Also ich kann es euch auch präsentieren im Livestream dann. So, wir machen natürlich Gras drauf. Ist ja logisch, Gras. Was denn sonst anders da? Außer Gras, 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 Gras auf Feld 10. Ups, ich fahre da einen Scheiß gerade zusammen. So. Es gibt hier echt viel noch zu tun. Gerade mal ausklappen. Und da geht's auch schon wieder los. So. Lass mal gute Helfer machen, dann können wir uns mal um die Tiere weiter drum kümmern, denn die brauchen ein bisschen Aufmerksamkeit. Jo, die brauchen eine Mischration. Machen wir gerade mal ein bisschen Mischration. Stroh brauchen sie auch noch. Aber wir machen jetzt erstmal Mischration, genau. Ich hoffe, ich habe dann noch was eingelagert. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ob ich da was eingelagert habe an Mischration. Null. 0 Liter. Das heißt, wir müssen jetzt wieder produzieren. Ich muss auch ab und zu mal gucken, was das Helfer A und H denn in die Queren kommt. Sorry.
Ich bin irgendwie noch müde, obwohl ich gut geschlafen habe, bin ich trotzdem noch müde. So, das Ding brauche ich jetzt noch. Dann mache ich das so. Ich muss gerade kurz hier rüber gehen und gucke, was die so treiben hier. Ah, das ist noch ziemlich weit weg, das ist gut. So. Brauche ein Stroh und zwei Heuballen. Wir werden es mit zwei Heuballen. So, kriegen wir das so hin. Okay, dann wäre 3, ich wollte zwar nur 2, aber ist egal. Habt ihr gesehen, der Berg wackelt schon. Der hat Angst vor mir und jetzt fällt alles um. Ja, ist aber nicht so schlimm. Wir müssen des Öfteren mal Migration herstellen. Ist auch das letzte Mal. Mensch, was ist jetzt los mit meiner Stimme? Unglaublich, aber wahr. So. Bei der Pina fangen wir natürlich ganz von vorne an, wenn die rauskommt. Die Alpina DLC. So, einmal. Zweimal, jetzt brauche ich noch Stroh und dann noch mit Silage auffüllen. So. Was ist da los? Warum geht das Ding jetzt nicht rein? Das ist so verbockt und will nicht rein wie ich ab und zu mal. Oh, guck, das wird jetzt da gezwungen, da reinzugehen, ganz einfach. Oh, gehen wir mal wieder in die Innenperspektive. So, und fahren wir kurz zurück. Fahren wir zu unserer Silage. Die ja dahinter ist, hier. So. Mal schauen, ob ich jetzt so rückwärts fahren kann, das Ding. So, jetzt warten wir gerade noch, bis die ganze Silage drin ist. Ich muss gerade mal kurz wieder hier ein bisschen weiter verruckeln, das Ding. Beziehungsweise mal anschalten. Sorry, das war der falsche Knopf. Jetzt läuft es nämlich wieder hier. So, dann brauchen wir noch Stroh. Stroh war noch genug. Los ist Stroh natürlich. So. Dann geht's mit zu den Kühen. Wie sie auch noch sauber gemacht werden, sehe ich gerade. Jetzt hänge ich da irgendwo fest. Ja, jetzt habe ich blöd hingebaut. Auf der Alpine gibt es es nicht, da tue ich alles gerade hinbauen, nicht so hier hoch, tief. Ja, wir müssen einen anderen Weg nehmen. So.
So. Also jetzt muss ich ja es nach rechts machen. So, ihr Kühe, da habt ihr was zu futtern. Dann brauche ich noch Stroh. Stroh, Stroh, Stroh. Ganz viel Stroh brauchen die jetzt noch. So, gehen wir mal wieder zurück zu unserer Stelle. So, bleiben wir gerade mal hier eine gewisse Zeit. Mal schauen, ob ich das so hinkriege, alles in der Perspektive hier zu fahren. Stell das Ding mal da ab. Ups. Ich glaube doch nicht so, ich muss es doch wieder so machen. Ja, ist nicht so einfach hier, wenn man da nichts groß sieht. So. Christoph, das war doch logisch, dass du jetzt da voll Länge bleibst. Fails, fails, fails. Fails, noch mehr Fails, immer noch mehr Fails hier. Wunderbar. So. Brauche noch einen Strohball und dann können wir wieder hier, ja. Wie heißt's? Ja. Die Tiere weiter füttern. Jetzt habe ich das Wort gefunden. So. Kann es losgehen, beziehungsweise weitergeht mit Silage holen. Ich hoffe, ich fahr jetzt auch rückwärts richtig, ja. So. Geht's immer weiter, immer heiter. So. Die bräuchten nur Stroh, die Hühner Weizen. Die sind auch glücklich, die sind auch noch glücklich. Die müssen mal ausgerüttet werden irgendwann mal. So. Mache ich die Map mal aus hier. So. Da werdet ihr glücklich. Ich glaube, wir müssen auch noch irgendwo Milch verkaufen gehen. Ja, 44.000 Mist, 135.000. Wir müssen was mit Mist machen. Können wir Mist irgendwie verkaufen?
Mist. Der BGA. Okay. Gut, in der nächsten Folge für Mist verkaufen. Ich habe da Tonnen, weiß ich weiß gar nicht, wohin ganze Mist. Mich lohnt sich jetzt zu verkaufen mit 44.000 Liter. Ist ja gar nichts. So, ich glaube, wir müssen noch einmal fahren. Oder haben wir schon grün? Grünes Licht bei den Tieren. Noch eine ganz, denk mal, doch, wir haben grünes Licht, oder? Beim Futtern. Ja, jetzt brauchen wir noch Stroh. Dann bringen wir den gerade wieder weg und holen einen kleinen Anhänger mit Stroh. Dass wir die Tiere da noch mit wunderbaren, schönen, geilen Stroh beliefern können. So. Mäh. Ah, ich war nicht getroffen, die zwei. Es war mehr sowas von klar, dass die sich da irgendwann mal treffen hier. So, lassen wir gerade mal da stehen, bis da einer fertig ist. Dann geht es hier weiter mit Stroh. Ich denke mal, ich habe noch. Ich hoffe, ich habe noch loses Stroh da. Sorry fürs Gehen, aber ich bin irgendwie heute noch richtig kaputt. Weiß auch nicht warum. Ich bin gestern frühzeitig ins Bett. Habe eigentlich gut geschlafen. Ja. Auf jeden Fall geht es jetzt Richtung Silo wieder. Dass wir dann Stroh, super schönes, geiles Stroh auffüllen können. Ich habe das Gefühl, der Sound ist irgendwie ein bisschen zu leise. So, wenn es mir jetzt aufgefallen ist. Ne, hier. Also soll der jetzt zu laut sein, schreibt mir das bitte in die Kommentare, dann mache ich ihn wieder ein bisschen leiser. So. Alles gut zu wissen, dass wir Mist hier einlagern können. Habe ich jetzt nicht gewusst. Jetzt brauchen wir aber erstmal hier jede Menge Stroh für die Tiere, für die Kühe. Dass die mal zufrieden sind. So. Ah, jetzt war ja da, das war ja auf der anderen Seite. So, einmal kurz überladen. So. Okay, wer braucht noch Stroh? Ich glaube, die Schweine brauchen noch Stroh, oder? Ja. Schweine brauchen noch Stroh. So, einmal Stroh. Ich glaube, den hat es ganz gereicht. Ne, brauchen wir noch ein bisschen mehr Stroh. Dann sind die nämlich auch wieder versorgt. Dann brauchen wir da nämlich nichts mehr groß zu machen. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir auch Feld 10 fertig haben. Und dann geht es weiter mit einem anderen Feld, wo wir ansehen müssen, bearbeiten müssen. So. Und dann werden wir noch Mist verkaufen gehen. Bringt zwar nicht so viel, aber ich bin froh, wenn ich den ganzen Mist weg habe hier auf dem Hof.
Denn es hat doch schon viel Mist, wo ich nicht gebrauchen kann. Obwohl, vielleicht kann ich es auf die Felder tun, aber das. Aha, ich tue es auf die Felder, komm, wir tun es im Verkauf, wir tun es auf die Felder. Ich hole noch so ein Band hier, wo man dann hinstellen kann und dann geht's los. Beziehungsweise kann ich gleich mal gucken, so ein kleines Förderbändchen bräuchte ich jetzt. Und zwar das hier, das kaufen wir uns jetzt mal. Wir haben ja genug. Das und das hier auch kaufen. Das hole ich dann in der nächsten Folge ab, offscreen. Also offscreen, wenn ich offscreen sage, dann meine ich natürlich ohne euch. So, da brauche ich noch ein bisschen Futter für die Hühner. So. Türgam ist richtig Stroh wieder einlagern. Und nehmen dann noch mit Weizen. Ich muss mir gerade kurz meine Nase putzen. So, jetzt geht's weiter, Nase kurz geputzt. So. So, mit diesem Bild möchte ich mich ganz herzlich bei euch verabschieden. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Denkt dran, lasst bei Natalie LP einen Daumen nach oben da. Abonniert ihr Kanal, da wird sie sich sehr, sehr freuen. Ciao, euer Christoph D86. Tschüss.